Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist ein Ankündigungsvideo und zwar starte ich mit einem Projekt im Mai. Ich weiß nicht, ich wollte also es war meine Idee, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt Minecraft Zukunft. Ich kann euch mal dazu ein Video einblenden und es wird bald geben Minecraft Vergangenheit. Ist so ähnlich wie Zukunft. Aber Minecraft Vergangenheit ist zum Beispiel ein Projekt, was ich anfangen möchte im Mai. Das wäre dann das erste Projekt, das zieht sich dann über mehrere Monate. Das ist ein Multiplayer-Projekt, wo ich werde dann auf meinem Community-Discord-Server fragen, wer Bock hat. Ihr könnt auch hier in die Kommentare schreiben, wer Bock hat, kann gerne. In die Kommentare schreiben, wer mitmachen möchte. Das ist wird die Java-Version sein, wo wir das Projekt machen, das Projekt betreiben. Und das ist auf jeden Fall ein 1.19.2 Projekt. Es wird halt, wie soll ich das erklären? Es wird ein Modpack geben, was diejenigen zugeschickt bekommen. Von mir per Download-Link kriegen die dann zugeschickt und dann, wenn sie es zugeschickt haben, laden sie es runter. Also die Voraussetzung ist, dass du Minecraft Java besitzt. Das Modpack halt, was ich erstelle, besitzt. Und ja, dann mehr brauchst du auch nicht. Du brauchst halt einen guten PC, damit er die Modpacks schafft. Also die Mods schafft. Und das Gute daran ist, du brauchst halt, wie gesagt, ein Modpack und so weiter und so fort. Aber es ist jeder herzlich eingeladen, der mitmachen möchte, kann gerne mitmachen. Umso mehr wir haben, umso mehr Spaß gibt das auch. Es wird auf meinem Server dann auf jeden Fall zu diesem Event auch ein Talk geben, wo nur die Leute rein können, die den Rang besitzen. Also die Leute, die den Rang besitzen, können nur den Kanal sehen, der Rest kann den Kanal nicht sehen. Es ist ein Community-Projekt. Es ist das erste Projekt, was ich auf meinem Kanal mache. Aber es kann dann auch mehrere Monate so sein, dass jeden anderen Monat, ich denke mal, dass das Projekt am 5. Mai 2023 startet, also an meinem Kanalgeburtstag startet. Und bis Juli oder so dann geht. Die Videos werden dann höchstwahrscheinlich vorproduziert sein, da ich im Internat bin und dann nicht aufnehmen kann, weil ich ja meinen PC nicht mitnehme. Werden die höchstwahrscheinlich vorproduziert sein, dann hochgeladen sein. Ich werde auch das so machen, dass die Projektvideos vielleicht dann jeden Tag kommen. Ich versuche es zumindest. Ich kann nichts versprechen, aber ich versuche es. Und ja, also das war das Grobe, was ich jetzt sagen wollte. Am 5. Mai startet höchstwahrscheinlich das Projekt, geht bis 5. Juli, also bis in den Sommerferien hinein. Und ja, die Videos dann sind dann alle vorproduziert meistens. Und ja, das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Weitere Infos folgen halt noch, sobald ich mehr weiß, wer alles mitmacht. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da, einen Daumen hoch, ein Abo, würde mich sehr freuen. Haut rein, also Redstone, viel Spaß rein. Ciao, Leute. Tschüss.